Die Reise mit Nella, so heißt der in einem Wiener Auktionshaus aus der Taufe gehobene jüngste Enthüllungsroman aus dem Hause Habsburg. Das Pikante daran, Nella verreist mit zwei Herren. Schockierend. Ich bin sicher, dass der Erzherzog Eduard mit großer Diskretion und mit viel Fantasie das Thema behandelt. Allein die Kostprobe, die wir gehört haben, war also ausgezeichnet. Wir rollen die Schlafsäcke nebeneinander und schieben uns hinein. 1,60 Meter Breite ist nicht viel, aber fast genug für drei. Nella legt sich natürlich in die Mitte. Unsere Köpfe sind im Dunkeln nah beieinander, unsere Körper auch. Und ich finde es ganz ausgezeichnet, dass ich jetzt einen Cousin habe, der sich auch als Autor entsprechend darstellt. Ich finde das hervorragend. Fähigkeiten zu öffnen und zu bergen ist immer ein Gewinn, oder? Ein Luder ist immer interessanter als ein Goody-Goody-Two-Shoes, oder? Und die Nella ist ein Luder, oder? Kein Luder. Nella Rocacci ist wunderbar. Aber ich darf nicht mehr sagen, sonst verklagt mich der Rocacci-Clan. Ist die Nelly heute anwesend? Das hätten Sie gerne. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, sie ist wirklich, also er hat mir geschworen, es gibt sie nicht. In diesen Kreisen kommt sowas nicht vor? Doch, kommt schon vor, aber die speziell gibt es nicht. Ähnliche gibt es. Ich glaube, sie muss eine unglaublich rassige Italienerin sein. Mit sinnlichen Lippen, wunderschönen Augen und eine Frau, in die man sich sofort unsterblich verliebt. Finde ich erfrischend, ja. Wenn jemand so eben eine Frau teilen will, ja. Wäre das für Sie ein Thema? Fragen Sie sie falsch, ich bin verlobt, insofern bin ich sehr für zwei Jahre reisen.